Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Emerald Randomizer Challenge. Und ich krieg instant einen Anruf von irgendeinem komischen Trainer, den ich nicht kenne. Yay. Ja. Heute ist eines der ersten vermutlich, ich denke zumindest heute ist Dienstag, vorproduzierten Videos dieser Woche, denn sämtliche Videos bis inklusive das vom nächsten Montag sind vorproduziert, da ich selber nicht da bin. Und weil ich Bock habe, nehme ich jetzt all diese Videos in Folge auf. Ja, mein Team habt ihr gerade noch mal kurz gesehen. Ein Pokémon fehlt noch, nämlich ein... Nee, warte, das Despotar hatte ich noch nicht dabei. Theoretisch sogar zwei. Despotar habe ich nicht dabei und, Libeldra. Einen Slot habe ich noch, den ich einfach freigeben kann. Da habe ich nämlich einen VM-Sklaven drauf. Steini war das. Ja, aber... Andererseits habe ich eben dann noch meinen Libeldra und habe keine Ahnung, was ich dafür rausnehmen könnte. Drache habe ich noch nicht. Boden hingegen... Kamerupt ist Boden. Und eigentlich mag ich mein Team. Was bringt Pflanzen... Na, du kannst paralysieren, ne? Du kannst nicht ohne Schaden zu machen paralysieren. Und du kannst vergiften. Ich würde das Libeldra halt schon gerne mitnehmen. Wozu braucht man Pflanze? Gegen Wasser? Da habe ich ansonsten noch Elektro gegen. Gegen Boden habe ich noch Wasser gegen. Gestein habe ich auch noch Wasser gegen. Und gegen Gestein dann auch noch Boden. Und wenn ich Despotar mit reinnehme, habe ich... Okay, da habe ich nicht mehr dagegen. Na, müsste ich gucken. Ich überlege es mir nochmal. Erstmal muss ich ja sowieso diese Route komplettieren. Oh, ah gut, Günther ist auf dem zweiten Slot. Ninjask und Azumarill. Ich glaube, in diesem Matchup ist Pflanzi eine schlechte Idee, Steckdose aber nicht. Günther, du greifst einfach mal Ninjask an. Das hat ja gar nichts gemacht. Kamerup bekommt ein Level up. So, Schockwelle. Seit der letzten Folge auch dabei. Schöne Attacke. Und tötet auch. Jetzt kann ich mir hier noch... Die Verschnellerung hat mir Enteron. Hat mir nicht geholfen. Warte, du hast keinen Full Life. Gute Idee. Jetzt mal im Ernst. Kennt ihr das, wenn ihr... Oh, Kacke, jetzt habe ich weniger Leben als vorher. Aber ein Level up. Wenn ihr ein Pokémon mit Gigasauger oder so dabei habt und das nicht voll geheilt ist und dann läuft euch ein wildes Pokémon über den Weg, ich hoffe, man hört den Hund da gerade nicht bellen, ist nicht meiner, bevor wer fragt, ich habe keinen Hund. Eigentlich leider, ich mag Hunde. Den Trainer habe ich gesehen, was hast du? Ein Gift-Pokémon. Das klingt nach meinem Kamerupt. Intensität. Ich kann nicht sprechen. Scheiße, was bist du auf Deutsch? Natürlich. Wasserboden. Ja. Kamerupt kriegt noch mehr Level up. Ich habe wieder nicht geguckt, welches es ist. Ich bleib drin. Okay. Da kann ich eigentlich wieder wechseln. Wenn es Explosion benutzt, wäre zwar nervig, aber... Oh, schön Achter. Warum will mich eigentlich jeder Trainer registrieren? Hier ist das Haus von so einem Typen, der will
Asche und da kriegt man dann irgendwelche Items für. Und du willst mir jetzt erzählen, dass hier kein verstecktes Item ist? Die Technik heute ist toll. Nimm die Asche hier. Okay. Jedes Mal, wenn ich jetzt durch Gras laufe, wird Asche auch eingesammelt. In dem Aschebeutel, den der Mann mir in dem Haus gerade gegeben hat. Die Pokémon hier sind jetzt nicht unbedingt welche, die ich brauche. LOL, Random TM 32 Doppelteam. Kann eine echt gute Attacke sein, aber nicht meine Art von Attacke. Wirklich? Das ist sein einziges Pokémon. Das ist der klassische Joey. Der erste Trainer der ersten Route des ersten Pokémon-Spiels. So ein Kackjunge, der nur... Oh, die Vergiftung, sehr schön. Einfach nur genau so ein Junge mit nur einem Radfratz. Das ist 1:1 der, nur der Name ist anders. Und ich bin übrigens dann jeden Moment in der nächsten Stadt nach diesen Trainern. Ich würde sagen, ich stelle mal... So. Dann habe ich Maschok und Kange. Oh. Keine schlechten Gegner. Ich würde sagen, ich gehe erst mal doppelt auf Kangama. Ernsthaft? Die Leben sind wieder... Dann machen wir es so. Eins raus. Ah, sehr schön. Jetzt kann ich... Oh, Steckdose muss wegen den Leben aufpassen. Eine Runde überlebt der auch noch. Einer der Gegner ist raus. So, dann darfst du den Typen jetzt töten. Und in deiner Runde... Oh, ich habe wenige Bälle. Habe ich eine Zitrubeere? Nee, das andere halt nicht genug. Ein bisschen unnötig, eher gesagt ziemlich hart unnötig. Ach, du wirst keine Probleme machen. Nein, ich brauche nicht noch ein Item. Ich brauche Water Gun. So, schön. Günther kriegt noch ein Level und das war der Sieg. Ja, und jetzt sind wir in der nächsten Stadt. In... Ich weiß nicht den deutschen Namen. Und warum stehst du vorm Computer? Oh, hallo, du bist... Ach, du bist Günther. Ich sehe, dass du ein Trainer bist. Das heißt, du benutzt das Pokémon-Lagerungssystem, das ich entwickelt habe. Würde ich zumindest gerne, wenn du dich davor stehen würdest. Ich hab das rausgefunden durch, weil, ja, du wolltest halt an den PC. Sorry, ich bin Lanette. Ich bin froh, dich zu treffen. Es ist toll, dass du das System benutzt. Komm doch mal bei mir zu Hause vorbei. Ich wohne auf Route 114. Alles klar. Sehr relevant. So, Move Pokémon. Hier habe ich einen Tyrann. Und ein Flygon. Die beiden habe ich bereits abgelegt. Eponym war für eine ganze Folge drin. Party-Pokémon. Ich hoffe, ich brauche keinen Zertrümmerer. Jetzt ist es noch wichtig. Du gehst mal an die erste Stelle, dafür... Nee, kein Item geben, sondern im Gegenteil. Alter, bin ich gerade zu blöd? Ich bin gerade zu blöd, Hilfe! Item nehmen. Den EP-Teiler, den kriegt nämlich jetzt... Nein! Ich bin heute wieder zu toll für das Spiel. So, jetzt hat der Tyrann den EP-Teiler. Was kann der so moveset-technisch? Nichts.
da muss noch was kommen. Aber in der letzten Folge hatte ich wirklich mit Kamerup, Libeldra und Despota drei gute Encounter, bei denen ich wohlgemerkt all drei gesagt habe, dass ich die nicht gefangen kriege. Deswegen bin ich jetzt offiziell eine Dekoration. Ich könnte mir 29 holen, so viele hole ich mir aber nicht. Ich hole mir mal 9. Och, Schutz habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock in diesem Spiel drauf. Gut, das reicht mir. Ich weiß nicht, ob in dieser Stadt noch irgendwas Wichtiges ist. Professor Cosmo ist zu den Meteorfällen auf Route 114 gegangen, zusammen mit Leuten von Team Magma. Das kann nicht gut sein. Ach warte, hier ist doch Attackenerinnerer, sein Haus. Mit guter Deutsch. Ich bin der Attackenerinnerer. Ich kenne alle Attacken, die Pokémon erlernen können. Jede einzelne. Und ich kann sie ihnen beibringen. Ich kann eben dir für eine Herzschuppe das bringen. Ich habe keine Herzschuppen. Fossilienmaniac. Wer Fossilienmaniac? Ich mag Fossilien. Willst du eins? Die gehören mir. In der Wüste gibt's vielleicht welche. Ja. Ich mag es zu fischen. Ja. Ein Glück, dass du es magst zu fischen. Deine Wasser-Pokémon haben mich nämlich echt überrannt. Da ist der nächste Angler. Der Typ gibt mir Brüller. Okay, hier kann ich wieder einen Doppelkampf triggern, denke ich. Guck runter, Angler. Sehr schön. Ujo! Glurak ist tot, läuft bei mir. Tropius ist halbtot. Okay, der Kampf hätte auch schwerer sein können. Das waren eigentlich verdammt starke Pokémon. Aber trotzdem, ich rasiere halt. Surfer habe ich noch nicht, ansonsten könnte ich hier wahrscheinlich noch was reißen. Ein Fischer... Echt jetzt? Der hat sogar einen Carpador. Okay, das ist cool. Da kann ich auch drin bleiben. Das Traurige ist ja... Oh, nein. Das Traurige ist ja... Kamerupt habe ich gefangen. Despota habe ich gefangen. Libeldra habe ich gefangen. Dieses Igelava ist nicht drin geblieben. Mehrfach. Golbat wechsle ich auf Steckdose. Ich bin echt zufrieden mit meinem Team, muss ich sagen. Ist cool. Nächster Trainer. Dodri wird wahrscheinlich doch nicht schwierig. Glut-OP. Ponita, nö, bleib ich drin. Hatte ich für eine Folge im Team, dann ist Kamerup gekommen. Und jetzt siehst du, warum ich dich ausgetauscht habe, Ponita. Auch wieder kein unsichtbares Item. Was ist denn hier los? Hier können wieder neue Encounter spawnen als auf den anderen Routen. Das heißt, ich sollte mich hier einen Moment umgucken. Vielleicht gibt es hier ein Pokémon, das ich gerne fangen würde. Der hat mich nicht fliehen lassen. Nee, Digga. Ich habe keinen Bock, da jetzt einen Trank rauszuhauen. Das geht so schnell, mit dem Vorspulknopf hier hinzugehen. Seht ihr schon wieder da? Und zu behindert da lang zu laufen.
um ein neues Tauros zu encountern, das mich wieder nicht flüchten lässt. Will der mich verarschen? Okay. Also, ich sag's so. Ah ja, das trifft ja. Okay, das trifft. Würde beide treffen, wenn das Schwalbine nicht tot wäre und Flug. Oh scheiße, das trifft ja auch meine Steckdose. Oh Junge. Das habe ich gar nicht bedacht. Und das Ding lebt einfach. So, weg damit. Steckdose hat gut kassiert. Hallo, bist du kein Trainer? Nee, der gibt mir eine Beere. Hier wohnt diese Lanette, die mich gerade am PC genervt hat. Hi Günther, sorry, dass alles so unordentlich ist. Wenn ich in meine Forschung vertieft bin, endet das so. Sorry, musste kurz einen Cut setzen. Das ist peinlich, behalte es für dich, dafür gebe ich dir eine Puppe. Ja, toll. Und dann auch noch von so einem Kackmorn. Luturzel war das. Da kann man nicht durch, alles klar, sieht aber so aus. Wie kommt man dann da hoch? Hinterm Haus oder? Dickdri gäb's hier noch. Ach, Kackfähigkeit, das wird nichts machen. Warum kriege ich eigentlich immer so verdammt starke Intensität? Hier kann ich mir noch Beeren gönnen. Erledigt. So, Picknicker kriegt auch einen auf die Schnauze. Snobillikat. Jetzt mal ernst, ich habe gefühlt immer mindestens. Okay, ich wollte gerade sagen, immer mindestens 7. Dann kriege ich einmal eine 6. Das ist ein. Ah, doch nicht. Ich dachte eigentlich an. Oh, das war blöd von mir. Ich dachte, das wäre Eneko, aber dann halt nicht. Hat trotzdem geklappt. Aber ich würde mal einen. Boah, ich habe gerade keine Ahnung, welcher Knopf hier das sortiert. Also Select, aber warte, das war doch. Na toll. Ein komischer Typ. Hey, ich benutze gerade deine Weiterentwicklung. Alles klar, der Typ Rage. Das ist ein guter Encounter. Das will ich ins Team nehmen. Oh ne, jetzt werde ich wieder eine Runde nicht fliehen können. Oh doch, doch nicht. Verdammt. Mann, das heißt, ich muss schon wieder einen Teamslot freimachen. Oder einem meiner Pokémon den Kack geben. Rock Smash. Kann das überhaupt wer? Kamerupt wäre der, dem ich es am ehesten auch geben würde. Ich meine, hier. Komm. Das mache ich. Dann muss ich. Ist mir auf jeden Fall deutlich lieber, als einen VM-Sklaven mitschleppen zu müssen und dafür ein Teammitglied nicht dabei zu haben und trainieren zu können. Warte, welcher Weg ist jetzt. Warum überlege ich, welcher Weg richtig ist, wenn diese Treppe. Hier ist nicht mal ein Item? Alles klar, wozu existiert dieser Ort? Ergibt nicht so viel Sinn, meiner Meinung nach. Hier könnte man, wenn man wollte, eine Geheimbasis machen. Brauche ich aber nicht. Oh, cool. Das sieht übrigens 1:1 aus wie ein Shiny Psyana, für die, die es nicht wissen. Und Digga, danke. Kamerup muss ich auf jeden Fall auswechseln. Wäre zwar auch gut dagegen gewesen, aber. Das kann auch Günther, stimmt, hätte auch Pflanzi machen können. Pflanzi ist niedriger gelevelt.
Despotar braucht halt auch viel Erfahrung zum Leveln. Wen habe ich an zweiter Stelle? Steckdose, sehr gut, der darf. Oh, ein Vulnona. Das ist nicht gut für Pflanzi. Ein Stahl- und ein Feuer-Pokémon. Das stinkt nach Kamerup. Ja, du kannst hier einfach mal... Warum nicht? Das Problem ist jetzt schon wieder... Ich mache nur Glut auf dich. Weil ansonsten treffe ich halt wieder Steckdose mit. Sehr schön. Beide tot. Hoffentlich kommt da jetzt was. Oh ja, genau das habe ich gehofft. Was Feueranfälliges. Weil dann kann ich einfach so machen. Zack, und dürfte gewonnen haben. Genau. Nochmal ein Tausender. Hier könnte ich die nächste Geheimbasis machen. Ein Wanderer. Nicht das typischste Pokémon für Wanderer. Kurtel. Hier sind echt viele Pokémon, die Kamerupt gut bekämpfen kann. Und wieder die 9. Jawoll. Kamerupt ist gut. Hier sind die Meteorfälle. Hier sollte ich wirklich... Das gibt's hier auch nochmal. Ohne Top-Genesung. Dich gibt's hier auch. Tyrann kriegt ein Level. Und da. Mit diesem Meteoroiden wird das Ding auf dem Chimneyberg. Oder wie das heißt. Ich weiß nicht, wer du bist, aber wenn du nicht. Wenn du in unseren Weg kommst, dann erwart nicht hier, dass wir Gnade zeigen. Du machst einen Fehler, wenn du denkst, dass du machen kannst, was du willst. Oh, hey. Sogar Team Aqua kommt. Aber es ist zu viel Stress, mit euch allen zu dealen. Ja, scheißegal. Wir haben den Meteoriten, also gehen wir zum Berg. Wir sehen uns, ihr Spacken. Und warum lässt du die durch? Habe ich dich nicht schon mal gesehen? Im Museum? Ah, dein Name ist also Günther. Damals dachte ich, du wärst einer von Team Magmas Keks. Du bist ein komisches Kiddy. Team Magma ist eine gefährliche Gruppe von Fanatikern. Sie wollen eine Zerstörung verursachen, um die Landmassen zu erweitern. Sie sind unsere Rivalen, dem meeresliebenden Team Aqua. Boss, wir sollten uns auf die Jagd machen. Ja, wir müssen uns beeilen. Ich weiß genau, was Team Magma da machen will. Günther, du solltest auch ein Auge für sie offen halten. Ja, Team Magma und Aqua tauchen auf. Oh, ein Aerodactyl, auch cool. Team Magma und Team Aqua sind hier. Ich bin Professor Cosmo. Team Magma hat mir gesagt, ich soll sie hierhin begleiten, aber sie haben mich verarscht. Sie haben sogar meinen Meteoriten genommen. Und dann ist Team Aqua gekommen. Und ich verstehe nichts mehr, aber dieses Team Magma. Was wollen sie mit dem Meteorit? Jetzt kann ich zu dem Berg, wo ich neulich nicht lang konnte. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich wusste gar nicht, dass hier ein Ausgang ist. Das sieht cool aus. Ist leider nicht stark. Wo bin ich jetzt? Aha. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier lang soll oder... Also ich weiß eigentlich, wo der Bär... Warum? Ich bin im Trainer-Battle und wollte wegrennen. Bin ich blöd? Na, das kostet echt zu viele AP. Steckdose macht hoffentlich ein bisschen mehr Damage. Und du bist eh schon hier der Schnellste. Und können die mal aufhören, mich alle einzuspeichern? Ein Superball.
Ein paar Beeren. Hier war ich doch schon mal. Oh, jetzt habe ich den aus Versehen alleine encountert. Kangama hatte ich heute schon mal. Komm, Fragezeichen, man. Du bist zwar immer noch mit Abstand am höchsten gelevelt, aber du kommst nie dran, weil du eben so hoch gelevelt bist. Da muss ich dir auch mal was lassen. Das Ding habe ich noch im Team. Ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, wenn irgendein Pokémon noch rausfliegt, dann ist es Roselia. Da muss ich sogar eigentlich... Ja, das Einzige, was ich sehr effektiv dagegen nutzen kann, ist das hier. So. Dann was anderes Funvieh. Ja, da wechsle ich auf Günther. Und benutze Aquaknarre. Tyrann kriegt noch ein Level ab. Und eine Kämpferin. Das hat mir ein bisschen viel Schaden gemacht. Dafür zünde ich dich an. Okay, das macht trotzdem Hälfte. nee, die hatten auch nur zwei Pokémon. Deswegen gibt's keine andere Möglichkeit für sie. Hört auf, mich alle einzuspeichern. Ich habe irgendwie Angst, dass wenn ich hier gleich runterspringe, ich im... Dass ich dann... Wir sehen uns in der nächsten Folge beim Berg wieder. Bis dann und ciao.